Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. In der letzten Folge haben wir mit den Sidequests angefangen und in dieser Folge geht es auch weiter. Ich glaube, uns fehlen noch so circa 8 Aufgaben. Vielleicht kriegen wir heute in der Folge alles durch, wenn nicht, dann in der nächsten Folge plus ein bisschen Hauptquest. Aber ich möchte gerne erstmal alle Sidequests abschließen, damit es nicht irgendwann zu viel wird. Weil die Sidequests möchte ich auch gerne alle machen. Sternsplitter jetzt nicht alle sammeln, aber das, was geht, möchte ich gerne nehmen. Suche mich, besorge Items, Lebenspilz, besuche mich, hilf Papa, Jobangebot, Herztorte, Gaumenschmuss, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, suche mich ist die nächste Aufgabe. Ich bin der wandernde Koopa Kupil. Ein Meister des Versteckspiels. Zurzeit halte ich mich in Logarts Burg versteckt. Wenn du es schaffst, mich zu finden, bekommst du eine Mitgliedskarte für die Spielhalle. Magst du probieren? Ja, bitte. Also dann gib dir Mühe. Burgarts Schloss. Okay, das kriegen wir doch hin. Burgschloss ist für mich dasselbe. So. Ich nutze natürlich die Abkürzung. Gute. Während meine Katzen hier rumrasen, wie sonst was. Abkürzungsröhre. So, Welt Nummer Uno. Und mit unserem Erstangriffsorden sollten wir alle Gegner auch relativ schnell loswerden. Deswegen, los geht's. Ich finde es auch schade, dass man nicht mehrere Quests gleichzeitig aufnehmen kann. Vielleicht geht's auch. Aber jetzt, wo ich wieder hier bin, hätte ich auch jetzt den Bürgermeister machen können. Ich muss mal gucken, ob ich mehrere Quests annehmen kann. So, hallöchen, Gegner. Ich möchte nur kurz was gucken. Hier ist der Nächste da. Ein bisschen Leben wäre schön. Okay, die sind wirklich One-Hit mit dem Hammer. Wunderschön. Die sind alle weg mit dem Hammer. Aber ich krieg nur Münzen. Ich möchte auch ein bisschen Leben haben. Ich hoffe, man hört jetzt die Müllabfuhr nicht im Hintergrund. Beep, beep, beep. Das habe ich nicht berücksichtigt, dass sie jetzt um diese Uhrzeit kommen. Hm. So, dann einmal hier hoch. Das bedeutet, es gibt wieder Flug-Action. Ja, Herzen brauche ich jetzt nicht. Irgendwann habe ich wieder genug Kerzen. Flup. Wäre jetzt lustig, wenn da unten jetzt keine Brücke wäre, die ich jetzt im Wasser geflogen wäre. Okay, wo könnte er sich denn verstecken? Hier schon mal nicht. Aber er könnte halt eben überall sein. Oh, du hast einen Pilz. Kriege ich den bitte? Aber ich glaube er nicht. Dim dim. Und dann auch mal noch eine Kopfnuss. Bisschen Heilung wäre schon nice. Deswegen hoffe ich ja darauf, dass er mir den Pilz gibt. Nö, gibt er mir nicht. Yeah.
Okay, dann mache ich jetzt mal was anderes gleich. Jetzt wäre besser gewesen, aber okay, dann mache ich jetzt mal Sternfit. War ja klar, dass ich das erwische. Ich schon wieder. Nimm mal etwas Seilung. Wo könnte der versteckt sein? Ich gehe einfach weiter, weil ich kriege ja eh nur einen Erfahrungspunkt von daher. Oh Gott, ist das schnell! Die sind ja mega schnell unterwegs. Erdbeben. Oh, ich liebe diesen coolen Effekt. Und da ich nur einen Erfahrungspunkt kriege, muss ich den eigentlich, wenn ich mich richtig gut anstelle, eigentlich mit dem Hammer one-hitten. Können natürlich jetzt überall sein. Wo muss ich ja dann den ganzen wieder zurück? Auch gut, dass ich die Quest erst jetzt angenommen habe. Das wäre sonst echt lang gewesen. Ich gehe erstmal hier lang. Komm, ich investiere jetzt die 6 Münzen. Weil ohne die Quest wäre ich ja eh nicht hier zurückgekommen. Daher kann ich auch die 6 Münzen hier benutzen. Eigentlich wäre es jetzt auch super toll gewesen, hier Backtracking zu treiben und mit dem Hammer umschlagen. Weil hätte ja sein können, dass hier irgendwo nochmal... irgendwo ein Sternsplitter ist. Na guck mal, da ist er ja. Hallöchen. Voll weggehauen. So, da hinten ist er. Hallöchen. Ihr habt mich gefunden. Ich dachte, hier findet mich nie einer. Ich habe schon immer geliebt, mich zu verstecken. Und irgendwann kannten mich alle nur noch als den unsichtbaren Cooper. Goupil! Du bist doch Goupil. Wir waren früher mal Nachbarn, erinnerst du dich? Goupio? Du hier? Du warst doch immer der, der beim Verstecken suchen musste. Wow, unglaublich. Aber damals hast du mich nie gefunden, ausgerechnet von dir gefunden zu werden. Damals beim Verstecken, keiner hat dich mehr gefunden, alle waren in Sorge. An den Tag habe ich mich entschlossen, der unsichtbare Cooper zu werden. Seit damals lebe ich schon versteckt und im Geheimen, ständig in den Schatten. So ist das also? Naja, du hast mich gefunden, also bekommst du, was ich dir versprochen habe. Eine Spezialkarte. Für Paper Pilot.
Das habe ich beim Verstecken gefunden, aber ich kann nichts damit anfangen. Schätze, ich muss jetzt los. Und ich muss mit mir viel üben, wenn sogar du mich finden kannst. War trotzdem nett, mal wieder mit dir zu plaudern. Also bis irgendwann, wo voll der Disc gegen Kupio. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Dann kann ich ja nochmal so, mal so durchschimmern. Tschüss, Kupio. Einfach mal ein bisschen rumhämmern. Kann es sein, dass hier irgendwo ein Sternsplitter verborgen ist. Wenn wir schon mal hier sind. Hier vielleicht? Nö. Auf den Treppen stelle ich mir das eher nicht vor, deswegen einmal hier. Auch nicht. Ich komme auch da gar nicht mal runter. Das heißt, ich muss hier runter. Ui. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und mit Erdbeben ist es eh schnell erledigt. Ich glaube, das Sternenergiefeld lädt sich dadurch aber nicht schneller hoch, oder? Zumindest kommt es mir nicht so vor. So, guck mal, der Raum ist groß. Hier muss bestimmt noch irgendwas. Oder auch nicht. Wie belastend. Einfach nirgendwo ein Sternsplitter. Ich bin enttäuscht. Oh nee, nicht du again. So, jetzt habe ich es dir gegeben. Hallo, Sternsplitter. Kein Sternsplitter, ich bin enttäuscht. Hier vielleicht? Na gut, dann zurück zur nächsten Quest. Okay, das hat schon Zeit mit sich genommen. Also denke ich mal, dass wir in der nächsten Folge noch weiter Quest machen werden. Ach, so schön, dass man die jetzt one-hitten kann. Und wenn die eh nur einen Erfahrungspunkt kriegen, ist es eh nicht so schlimm. Dann nehme ich lieber das in Kauf. Eigentlich müsste ich auch so hier rumhämmern, ne? Eigentlich.
Gibt es ja irgendwas Schönes im Angebot, was ich mitnehmen könnte? Hartpanzer. Ich möchte gerne lagern. Ich habe so viel Zeug bei mir. Ein Lebensmittel möchte ich gerne da lassen. Honigsirup bitte auch. Super, so, da behalte ich mal Schäfchen vielleicht. Hotelgutschein. So. Komm, nehme ich davon mal. Nee. Oder? Ach komm, nehmen wir mal was mit. So viel kostet das ja nicht. So, drei sollten reichen. Drei sollten reichen. Hallo, was spielst du denn momentan? In letzter Zeit spiele ich total gerne Paper Mario, die Legende von Ionentor. Dieses Spiel ist... Es ist super! Ich habe es komplett durchgespielt. Was für ein Spaß, ob es wohl irgendwann eine Fortsetzung geben wird? Ich für meinen Teil würde gerne einmal sowas wie Paper Luigi spielen. Bitte keine Spoiler, bitte keine Spoiler. Bitte keine Spoiler. Minitot spoilert mich. Bestimmt irgendwann. Was ist denn unsere nächste Quest? Besorge Items, Lebenspilz vom Bubuma. Wir haben einen Lieferengpass und bitten um Hilfe bei der Warenbeschaffung. Wir sind im Laden am Rohlinger Markt, bitte komm dorthin. Yep. Da ich doch nicht mehr die Jüngste bin, möchte ich für den Opfer einen Lebenspilz. Es besteht keine Grund zur Eile, aber ich will für alles gewappnet sein. Du findest mich im großen Baum im Wunderwald. Okay, ich kann nur eine Quest annehmen. Ist blöd, aber okay. So, auf zum Rohlinger Markt. Ich weiß nicht, ob es an OBS liegt, aber manchmal habe ich hier auf diesem Marktplatz hier heftige FPS-Probleme. Aber laut OBS 60 FPS, ich denke mal, das liegt einfach nur an der Vorschaubild. Dieser Laden gehört meinem Bruder. Eines Tages werde ich meinen eigenen Laden haben. Okay, mit dir sollte ich nicht sprechen, okay. Willkommen bei Torts und Kupas. Oh, du hast also den Auftrag übernommen. Wir haben ein Problem mit der Beschaffung von Hartpanzern. Na, was für ein Zufall, dass ich mir gerade drei besorgt habe. Wenn du uns 5 davon bringen könntest. Egal woher. Also bring uns bitte 5 Hartpanzer. Oh Mann. Ich war doch gerade erst da. Vielleicht sollte ich zukünftig immer 5 Items im Besitz haben, aber so viel Platz habe ich auch gar nicht. Oh Mann, ich ging doch. Findet das nicht nett. Hui, hui,
gehe ich denn hin? Ich möchte nicht mit dem Bürgermeister reden. Sagst du jetzt was anderes? In letzter Zeit spiele ich total gerne, na, du sagst immer das Gleiche. Ob das eigentlich so ein kleiner Hinweis ist zu einem neuen Paper Mario Teil mit Luigi? Oder war es auch im Original schon so? Baut nochmal zwei von. So viele Nebenquests. Lass mich raten, bestimmt kommt dann noch irgendein Nebenquest mit Schaffe 50 Ebenen in den Dunkelkerker. Sieh jetzt schon kommen. Willkommen bei Tots und Koopas. Wir suchen dringend Haarpanzer, noch 5 um genau zu sein. Jetzt sind es 5, vielen Dank. Nimm dies hier als Belohnung für deine Dienste. Nice, danke nochmals, du hast uns wirklich geholfen. Komm, dann nehme ich hier nochmal 2 Pilze mit. Damit ich immer 3 habe. Jetzt kriege ich noch einen Superpilz. Merci beaucoup. Saurus Tonic nehme ich auch mal. 2 mit. So, dann öffnen wir jetzt die nächste Quest. Und Lebenspilz haben wir ja dabei. Schon mal danke dafür, Boomer, dass du uns gesagt hast, was du brauchst. Ja, bitte. So, dann starten wir doch mal. Auch wenn die Abkürzung jetzt läuft, ist wieder normal. Also ist wahrscheinlich bei Skra einfach nur ein Vorschau-Lag. Die Röhre zum großen Baum. Oh, die Musik. I love it. Dum-dum. Du-du-du-du-dum. Hallo, schnädig Leuten. Oh, da bin ich beruhigt. Du hast also den Auftrag übernommen, Cabrio. In meinem Alter sollte man für den Ernstfall einen Lebenspilz bereithalten. Oh, wirklich ein Lebenspilz? Der kommt gerade noch rechtzeitig. Es geht mir gleich besser, wenn ich diesen Pilz habe. Bestimmt werde ich steinalt. Ich danke dir, Cabrio. Hier deine Belohnung. Dankeschön, Boomer. Das war eine schnelle Quest. Mit Luigi muss man ja auch noch reden, ne? Ich schau mir erstmal an, was die nächste Quest ist. Dann machen wir in der nächsten Folge die letzten Quests. Und wenn dann noch Zeit ist, reden wir mit Luigi. Dauert doch länger als gedacht. Ich dachte, das wären so eher so ein paar 5-Minuten-Quests, aber
Wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde und sind immer noch Quests offen. Gut, andererseits habe ich das auch schweifen lassen, wegen den Kapiteln. Aber ein bisschen Filler folgen kann auch nicht schaden, nie. Besuch mich, Blinky. Tag der offenen Tür in der Spielhalle. Wer diesen Auftrag übernimmt, erhält von dem Buhu Blinky mit den süßen Katzenohren etwas ganz Besonderes. Ich erwarte dich in der Spielhalle in West End. Ciao. Also dann gibt ihr mir, okay, dann, wir haben doch eh eine Mitgliedskarte, dann geben wir das doch mal direkt ab. Hallo Luigi. Ach komm, dann reden wir direkt mit dir, dann haben wir das hinter uns. Ich komme gerade aus dem schönen Ofendorf. Stell dir vor, da habe ich einen Teil des Wunderkompasses gefunden. Aber bei diesem Abenteuer habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Monster in Ofendorf. Also, das ist eine lange Geschichte. Ich komme aus dem Kuchenland an und gehe direkt nach Ofendorf. Aber im Ofendorf stimmt etwas nicht, das merke ich sofort. Der Bürgermeister erzählte mir die Geschichte von Gigantula. Das ist eine riesige Spinne, die das Dorf bedroht. Gigantula verlangt ein Menschenopfer von den Dörflern. Mosela, die Tochter des Bürgermeisters, soll geopfert werden. Natürlich sage ich sofort, ich werde das Monster besiegen. Das Opfer soll ein Brautkleid tragen, sagte man mir. Also verkleide ich mich als Braut. Und in dieser Verkleidung mache ich mich auf den Weg. Ich dringe also in das Versteck der Gigantula ein. Ich wünschte nur, du hättest mich auch im Brautkleid gesehen. Ich stehe also vor der Gigantula. Und dann sehe ich es. Das Biest hat seinen Schwanz, einen zweiten Kopf. Aber ich habe natürlich keine Angst. Ich greife beide Köpfe an und dann ist es soweit. Als das Biest kontern will, weiche ich aus. Und die beiden Köpfe verschlingen sich gegenseitig. Das Monster frisst sich wirklich selber auf. Und dann erscheint auf einmal eine strahlende Platte. Ich habe schon wieder ein Teil des Wunderkompasses gefunden. Und dieses Teil zeigt mir den Weg zur Isla Vanilla, weit im Osten. Ich will sofort weiter, aber der Bürgermeister lässt mich nicht. Er will, dass ich seine Tochter zur Frau nehme. Gleich am nächsten Morgen verlasse ich das Dorf. Heimlich. Schließlich muss ich die Prinzessin Eclair retten. Nur eins gibt mir zu denken. Ich höre eine Stimme, wenn ich den Wunderkompass benutze. Eine klare Stimme, die mir zuflüstert. Ich denke, das ist die Stimme von Prinzessin Eclair. Ich bin richtig aufgeregt. Ich muss nur an die Prinzessin denken und dann... Ach, jedenfalls endet dann mein Abenteuer. Und jetzt bin ich wieder hier, hier in Rohlingen. Soll ich noch was erzählen? Sprich mich einfach an, wenn ich dir von meinem Abenteuer berichten soll. Ich bin Kravum, ein Bobom aus Ofendorf. Luigi als Brot verkleidet ist wirklich ein Witz. Er kann in Stöckel schon ja so gar nicht laufen. Die ganze Zeit war er total wackelig auf den Beinen, ständig gestolpert und in anderer Leute gerannt. Es ist meine Pflicht dafür zu sorgen, dass der Weg frei ist, sobald Luigi wieder in High Heels herumst. Sonst passiert am Ende noch ein Unglück, deshalb bleibe ich bei ihm. Okay. Ich nehme gerade Luigi Brockleib vor. So, Palma Casino. Ich bin bereit, meine letzte Quest abzuschließen für heute. Sei willkommen, ne? Oh, du hast meinen Auftrag übernommen. Ich freue mich so, bitteschön. Und hier ist etwas Besonderes für dich. Ich verrate es niemanden, aber was ist denn? Freust du dich gar nicht? Naja, egal. Das hier ist eine Spielhalle. Ein Ort des Vergnügens. Vergnüge dich also und viel Glück im Spiel. Ich habe eh doch eine Mitgliedskarte zum Abgeben, ne? Und Mario, du hast eine Mitgliedskarte bekommen. Wir werden das Spiel vorbereiten, dass du mit dieser Karte spielen kannst. Du kannst nun Paper-Pilot spielen. Na komm, spielen wir eine Runde Paper-Pilot.
Bei diesem Spiel geht es darum, als Papierflugzeug möglichst weit zu fliegen. Je weiter du fliegst, desto mehr Palme erhältst du. Wenn du auf einem der Zahlenfelder landest, erhältst du sogar noch einen Bonus. Steht vor dem Zahl auf dem Feld aber ein Minus, verringert sich die Anzahl deiner Palme, also sei vorsichtig. Das kostet 10 Palme Einsatz. Möchtest du? Klar, dann sind wir direkt wieder los. Bitte schön, hier entlang. Viel Spaß. Glücksspieler bei Mario. Vermeidet er sich automatisch? Ja. Ziel. Immerhin 5 Palmas haben wir bekommen. Oh, wir sind mit 3 Gewinnen rausgekommen. Okay, zurück zum Schalter bitte. Dann komm mal wieder, aber denk auch an die Rettung der Prinzessin. Gut, dann gehe ich jetzt mal wieder. So. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle, gehen wir nochmal zurück zu unserer Quest-Tabelle und dann ist die Folge für heute auch schon vorbei. Eine halbe Stunde wieder voll. Dann sind wir in der nächsten Folge hoffentlich mit den Sidequests durch, die aktuell offen sind. Ich denke mal, nach Kapitel 4 kommt eh wieder neue Sache. Und dann würde ich jetzt zukünftig wirklich so machen, Kapitel-Sidequests. Damit wir alles haben. So, hilf Papa. Hilf meinem Papa. Ich warte in den Katakomben am Eingang zu den Duellkerkern. No! Wenn du mir hilfst, gebe ich dir meinen Schatz als Belohnung. Eine Mitgliedskarte für die Spielhalle. Du möchtest also den Auftrag von Teddybär übernehmen. Tortibär. Also dann gib dir Mühe. No! No, als hätte ich das geahnt. Ich glaube, ich nehme die Abkürzung, glaube ich. Geht schneller. Denke ich mal, ich weiß gar nicht mehr, wo es zu den Duellkerkern geht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist da beim Äonentor. Oh, zu weit. Nein, eigentlich richtig. Ah, egal. Ich glaube, hier müsste es auch lang gehen. Mal beides kommt in dieselben Richtung raus, nur dass es hier vielleicht eventuell etwas näher ist. Jetzt hier zu den Duellkerkern. Muss in einer. Ich glaube, hier geht es zu den Duellkerkern. Doch nicht. Aber hier geht es um Ionentor und dadurch zu den Kerkern.